So, ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem 1. FC Union Berlin. Das Ganze vor 25.300 Zuschauern. Ich begrüße hier die Medienvertreterinnen und Medienvertreter und die angeschlossenen VIP-Räume. Auf dem Podium die beiden Cheftrainer Thomas Letsch für den VfL und Nenad Bjelica für Eisern Union. Herr Bjelica, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erst Bochum gratulieren zu verdienten Sieg. Ich glaube, dass sie viel besser waren heute als wir. Giftiger, schneller, zweikampfstärker. Und deswegen haben sie auch gewonnen. In einem ausgeglichenen ersten Halbzeit, dann finden sie mit einem Tor in letzter Minute einen gewissen Schock für uns natürlich. Und natürlich ein Tor, der viel Energie zum Bochum gibt. Zweite Halbzeit dann ein Kontertor und dann war ziemlich schwer für uns. Also mit so einem Gegner, der die ganze Woche dieses Spiel vorbereitet hat, lauffreudiger war, giftiger war, schneller war in jedem Zweikampf, waren wir heute kein Gegner für die. Vielen Dank. Thomas, wie fällt dein Fazit aus? Ja, zunächst danke für die Glückwünsche. Ja, ich denke, wir haben heute von der ersten Minute an ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren extrem griffig, aggressiv, haben Gegner vorne unter Druck gesetzt, wollten sie zu Fehlern zwingen oder zu langen Bällen. Es ist uns gelungen, von der ersten bis zur letzten Minute, auch als die Atmosphäre im Stadion logischerweise nicht so war, wie wir sie alle kennen, haben wir gesagt, wir müssen was entfachen im Stadion. Das liegt an uns. Wir können nicht warten, ob was von draußen kommt. Das war klar, dass das später passieren wird. Und haben umgekehrt sehr wenig zugelassen und uns Chancen erarbeitet, die Chancen dann auch so genutzt, sodass es aus meiner Sicht ein absolut verdienter Sieg war. Wir haben heute einfach ein geiles Spiel gemacht und darüber freuen wir uns. 3 Punkte, Ende einer recht turbulenten Woche und umso mehr freut es mich persönlich. So, die ersten Handzeichen sind schon da für Wortmeldungen. Wir fangen an bei Markus Rensinger von der WAZ Bochum. Entschuldigung. Ich habe was. Ja, her damit. Haben Sie was gefunden tatsächlich jetzt? Sie hatten in der Woche ja nochmal gefragt. Sie mussten die Abwehr erneut umbauen. Wie viel Zukunft hat diese Viererkette? Also jetzt gerade auch wegen Tim Oermann, der ja dann doch im Winter ausgeliehen wird. Das Schöne ist, als wir bei der PK vorm Spiel drüber gesprochen haben, über Tim Oermann wusste ich ja schon, dass er aufläuft. Das ist ja der Vorteil, dass ab und an ich Informationen vor den Kollegen und Kolleginnen der Presse habe. Tim hat es klasse gemacht. Ivan Ordetz, als wir ihn jetzt unten in der Kabine gesehen haben, fehlt uns. Erhan Masovic war der Spieler, den ich erwähnt habe, der krank war. Kevin Schlotterbeck hat die ganze Woche Magen-Darm-Probleme gehabt. Er hat 1,5 Trainingseinheiten. Und zwar die Frage, schafft er 60, schafft er 65 Minuten? Und er hat sich durchgebissen. Und Tim hat jeder gesehen, als er runter ist. Der Körper wollte nicht mehr, aber er hat ein klasse Spiel gemacht. Und das freut mich riesig für den Jungen. Wir hatten zu Beginn speziell in der Innenverteidigung, haben wir 6 Innenverteidiger gehabt. Jetzt wird es ein bisschen dünner, aber die Jungs, die auf dem Platz stehen, stehen ihren Mann. Und ich freue mich sehr für Tim. Tims Quote ist relativ gut. Er war 4-mal auf dem Platz, 3-mal haben wir gewonnen. Ja, das ist eine Statistik. Die kannten sie nicht. Also bleibt er oder geht er? Ich wiederhole mal für alle, die oben zuhören. Bleibt er oder geht er? Ja, Tim Oermann wird auf jeden Fall bleiben bis Mittwoch. Wir haben noch ein Spiel in Leverkusen und dann muss man sehen. Also ehrlich gesagt, mache ich mir heute Abend keine Gedanken, diesen Spieler irgendwohin zu verleihen. Er hat ein klasse Spiel gemacht und ich freue mich riesig für ihn. Das Mikro wandert mal eine Reihe weiter nach vorne. Philipp Rentsch fängt an. Kommt von der anderen Seite. Es gab auch in der Offensive 2 Wechsel. Gonzalo Paciencia war neu in der Startelf. Christopher Anfi, LJ auch. Vielleicht erklären Sie kurz Ihre Gedankengänge, wie es dazu gekommen ist und wie die beiden Ihnen gefallen haben. Ja, es war die Überlegung, das Ganze etwas offensiver zu gestalten und in dem Fall dann noch mit 3 Stürmern wirklich aufzulaufen, den Gegner so zu attackieren. Das war die eine Überlegung dahinter. Gonzalo hat letzte Woche in Hoffenheim gezeigt, als er reingekommen ist, war sehr gefährlich, hat immer den Abschluss gesucht und hat nicht umsonst heute auch wieder ein Tor gemacht. Jimmy hat ein Tor,
zwei Tore vorbereitet, ein Tor vorbereitet, hat es auch sehr gut gemacht. Also absolut top, können wir zufrieden sein. Aber nicht nur die drei. Ich fand dann auch, als wir gewechselt haben, Moritz Broschinski ist alles angelaufen, wie immer, hat noch die große Chance, wo er sich nicht belohnen konnte. Matusz Bero, der jetzt ist nicht seine ursprüngliche Position, aber hat es dann auch sehr gut gemacht, wie er beispielsweise die Situation vorbereitet. Und das brauchen wir. Wir sind eine Mannschaft. Und ich habe das so oft schon gesagt, es geht nicht um Einzelne, sondern es geht darum, sich aufzuopfern für die Mannschaft. Und das haben die Jungs heute gemacht, die zwei von Ihnen erwähnten und eigentlich alle anderen auch. Wir bleiben in der zweiten Reihe, der Kollege aus Berlin. Nils Malzer, Berliner Zeitung. Herr Bierditzer, Sie haben gerade gesagt, Bochum war lauffreudiger, giftiger, aggressiver, also eigentlich Dinge, die Basics des Fußballs sind. Woran liegt das? Wie erklären Sie sich das? Und Anschlussfrage, haben Sie gedacht, dass die Mannschaft nach den Spielen gegen Gladbach und Real, die ja beide auch wirklich gut waren, schon einen Schritt weiter wäre? Ja, natürlich. Diese zwei Spiele haben uns viel Kraft gegeben und viel Selbstvertrauen gegeben, und dieses Selbstvertrauen hat gedauert 45 Minuten heute. Warum war ein giftiger Bochum? Sicherlich eine von den Gründen ist, dass sie dieses Spiel ganze Woche vorbereitet haben, genauso wie wir letzte Woche gegen Gladbach. Und Gladbach hat ein Cup-Spiel gehabt und dann hat so ausgeschaut wie wir heute gegen Bochum. Das ist einfach so. Und im Zweikampf, in Abstiegskampf, so, oder Spiele im Abstiegskampf wie heutiges Spiel, Zweikampfquote, Laufbereitschaft oder nicht Laufbereitschaft, wir waren bereit zu laufen, aber ging es nicht und sie waren immer halb Meter, ein Meter schneller als wir. Und natürlich, nicht nur körperlich, sondern auch emotionell haben wir viel investiert am Dienstag in dieses Spiel, und sicherlich ist einer von den Gründen, dass wir heute nicht in die Lage waren, besser zu laufen und mehr zu laufen. Dann machen wir einmal in der ersten Reihe weiter bei Max Backhaus von der Bild. Herr Letsch, Marc Lettau hat in der Mixzone davon gesprochen, dass das heute ein Leistungspeak war und gleichzeitig die Benchmark für zukünftige Auftritte. Gehen Sie da mit? Ja, also es war sicherlich eine sehr gute Saisonleistung. Das war auch einer unserer Peaks. Benchmark, ja, wenn wir in Leverkusen genauso auftreten, würde ich mich freuen. Es war insgesamt ein sehr gutes Spiel. Ich bin kein so Freund von Superlativen. Wir haben insgesamt zu Hause bisher sehr gute Leistungen gezeigt. Auch in den Spielen, die wir leider nicht gewonnen haben, wo wir nur unentschieden gespielt haben. Und von dem her, auf die Leistung lässt sich aufbauen. Und ja, das ist eigentlich meine Meinung dazu. Wir haben, da muss ich mich wiederholen, wir haben insgesamt ein klasse Spiel gemacht von der ersten bis zur letzten Minute. Gegen eine Mannschaft, die am Dienstag gegen Real Madrid gespielt hat, die in der Champions League dieses Jahr gespielt hat, verdient in der Champions League gespielt hat, weil sie in der Vergangenheit einfach Herausragendes geleistet haben. Und dementsprechend, jeder, der meint, das kam im Vorfeld auch schon so auf, ja, Union Berlin, die stecken auch da unten. Nee, das ist eine Top-Mannschaft. Und wir haben oft die Diskussion dann bei Spielen hier bei uns im Stadion, war der Gegner vielleicht nicht so gut an dem Tag? Nee, der Gegner spielt so, wie wir es zulassen. Und das ist das, was wir wollen. Wir haben von der ersten Minute an das Heft in die Hand genommen, Gegenball und Mittenball, und dann kommt so eine Leistung raus. Und die Frage habe ich nicht beantwortet, aber habe nochmal ein Statement gegeben. Wir bleiben in der zweiten Reihe, gehen in Richtung Fenster, der Kollege aus Berlin. Herr Blätzer, ich habe zwei Fragen. Was hat Sie heute besonders enttäuscht? Und die zweite Frage wäre, Sie haben die gelbe Karte gesehen, ich glaube nach der Elfmetersituation. Warum waren Sie so sauer? Ja, negativ war zweite Halbzeit. Also erste Halbzeit, ich bin nicht ganz unglücklich, wie wir gespielt haben. Natürlich, wie wir Corner verteidigt haben, macht mich nicht glücklich. Und das war nicht der erste Corner, die wir nicht gut verteidigt haben. Und dann in einem natürlich fällt ein Tor. Und zweite Frage. Die gelbe Karte. Ja, es sind Emotionen im Spiel. Und das, also ich kommentiere Schiedsrichterleistung nie nach dem Spiel. Also im Spiel hat so ausgeschaut, dass das zu leicht gepfiffen war, nicht Elfmeter. Aber wie gesagt, ist es okay. Gehen wir einmal auf die von mir aus gesehen linke Seite, Uli Hartmann von der Süddeutschen.
Hallo Herr Letsch, ich wollte eigentlich eine Frage stellen, in der zwei Superlative vorkommen. Das muss ich jetzt umformulieren. Sagen wir mal, die erste Halbzeit gegen Gladbach vor 2 Monaten war eine extrem schlechte und sagen wir mal, das Spiel heute war ein extrem gutes von Ihrer Mannschaft. Sie waren nach dem Gladbach-Spiel damals ja auch sehr ernüchtert. Können Sie mal ganz kurz beschreiben, was sich in den letzten 2 Monaten getan hat? Die Mannschaft wirkt schon stabiler und selbstbewusster als zu Saisonbeginn, sag ich. Haben Sie recht. Stimme ich Ihnen natürlich absolut zu. Wir haben, jetzt könnte man die kompletten Spiele durchgehen. Wir haben nach dem ersten Spiel in Stuttgart mit dem Spiel zu Hause gegen Borussia Dortmund, in Augsburg und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben 3 Punkte geholt, von denen wir sicherlich auch eher verdient hätten, Spiele zu gewinnen, als unentschieden zu spielen. Und dann kamen die 2 Spiele gegen Bayern und gegen Gladbach, wo wir dann auch viele Tore bekommen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was stabilisieren. Wir haben dann ein Spiel sind wir etwas anders angegangen in Leipzig und insgesamt sind wir stabiler geworden. Wir haben kein Tor, ein Tor oder auch in Freiburg beispielsweise 2 Tore bekommen und hatten jetzt nur diesen Ausrutscher in Hoffenheim. Und dann sind wir wieder bei den Superlativen. Da habe ich bin ich schon konfrontiert wurde, wie fürchterlich dieses Spiel war. Das sehe ich einfach nicht so, dass das so schlecht war gegen die Mannschaft, die, glaube ich, auch die Chance hat, morgen auf Platz 5 zu springen, also so schlecht ist die Truppe dann auch nicht. Und da hat es halt nicht gereicht, da haben wir Ballbesitzphasen gehabt in falschen Ecken. Heute war es dann ein super Spiel, aber es war keine Reaktion auf das, was letzte Woche war, sondern es war einfach ein weiterer Entwicklungsschritt. Wir sind gut und wir glauben an uns. Wir sind letzte Saison von Anfang an der Musik hinterhergelaufen, haben immer gestrampelt und wollten das unbedingt vermeiden in dieser Saison. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Es ist schwierig, gegen uns zu gewinnen, das wissen wir, aber es wird auch manchmal reduziert. Ja, in Bochum ist schwer zu spielen und fighten und so weiter und so fort. Dass wir kicken können, hat, glaube ich, auch jeder gesehen heute. Und wir haben da schon Qualität drin, nicht nur bei den ersten 11, sondern bei allem, was nachkommt. Und dann kommen solche Spiele und solche Ergebnisse raus. Und wenn Sie sagen, wir sind stabiler geworden, wie haben Sie das erwartet? Ja, wir haben trainiert. Wir haben mit den Spielern gesprochen, wir haben Video gemacht. Wir haben unser tägliches Geschäft, das könnte man jetzt falsch verstehen. Wir haben unseren Job gemacht. Wir haben mit der Mannschaft gearbeitet. Wir haben die Spiele analysiert, haben geschaut, was ist gut, was ist schlecht und dementsprechend dran gearbeitet. Und im Optimalfall fruchtet die Arbeit dann leider nicht immer. Philipp Rentsch nochmal von den Wohnern. Philipp Hofmann stand heute gar nicht im Kader. Können Sie es kurz erläutern, warum er direkt quasi von der Startelf auf die Tribüne musste? Sie haben ja vorher schon über Christopher Anwercha und Gonzalo Paciencia gefragt. Wir haben uns entschieden, dass wir mit den 3 starten. Und dann geht es immer darum, wie besetzen wir die Bank. Und in dem Fall habe ich mich jetzt für andere Spieler entschieden und in dem Fall nicht für Philipp. Nils Mahlzahn nochmal. Herr Bielica, Sie leben jetzt gerade mit dem Kader, der aktuell da ist. Wie sehr muss sich dieser Kader im Winter verändern, dass er nach Ihren Vorstellungen zusammengestellt wird? Sind das nur 1, 2 kleine Sachen oder müsste er... Nicht viel. Also nicht viel. Muss sich nicht viel verändern und wir diskutieren intern und dann, wenn wir Entscheidung treffen, dann wird man auch wissen, wo wir uns verbessern wollen. Vielleicht in 2, 3 Positionen, aber Union Berlin hat gute Mannschaft und natürlich diese Saison oder dieser Herbst war ungewöhnlich schwer für Vereine, weil sie in Champions League gespielt haben und Champions League ist keine Europa League und ist keine Conference League, wo man partizipiert hat in den letzten 2 Jahren. Das ist eine Stufe höher. Hat man sich sehr gut präsentiert beim Champions League und das bedeutet, dass wir gute Fußballer haben. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit zu arbeiten. Das, was Kollege gesagt hat, mit Arbeit können wir besser werden. Ich habe mit Mannschaft 1 Woche gearbeitet vor Gladbach-Spiel. Der Rest war also jeder dritte Tag Spiel. Also kann es wirklich nicht viel machen. Aber wir werden intern diskutieren und dann Entscheidungen treffen, in welche Position. Weitere Fragen? Henrik Steinmann von der Funke-Gruppe. Herr Letsch, noch mal eine Frage. Sie hatten gerade, weil der Kollege Rentsch nach dem Philipp Hofmann gefragt hatte,
Der war jetzt gar nicht im Kader. Sie haben halt mit dem System vorne mit drei Angreifern gespielt. Das lief ganz erfolgreich mit dem Stoßstürmer Pazenza dann. Würde Philipp Hofmann auch in dieser Konstellation mit auflaufen können? Oder inwiefern ist er vielleicht als Spielertyp anders, dass Sie eine andere Formation wieder wählen müssten? Also wir haben letztes Jahr, ich glaube, 80% unserer Spiele gemacht mit Taco Asano, Christoph Andviace und Philipp Hofmann. Das hat sehr gut funktioniert. Heute hat Gonzalo Pacienza gespielt, hat es auch sehr gut gemacht. Das sind unterschiedliche Spielertypen, das ist klar, aber wir brauchen unterschiedliche Spielertypen. Und wenn ein Philipp Hofmann jetzt heute nicht gespielt hat, heißt es nicht, dass ein Philipp Hofmann jetzt außen vor ist. Der Junge ist wichtig für uns, ist ein wichtiger Spieler für unsere Mannschaft und das wird auch in der Zukunft so sein. Und heute haben es andere gemacht. Ich wiederhole auch die reinkamen, haben es dann ganz gut gemacht. Und das ist das, was wir brauchen. Und ja, schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen. Gegen Leverkusen wird man umbauen müssen, schon allein, weil Kevin Stöger die 5. gelbe Karte erhalten hat. Und dann gucken wir mal, wer gesund zurückkommt, ob das Essen bei Kevin Schlotterbeck bleibt und so weiter. Und dann schauen wir, wie es am Wochenende aussieht. Weitere Fragen? Ihrerseits scheint nicht der Fall zu sein. Bedanke ich mich für Ihr Interesse, den Gästen aus Köpenick, gute Heimreise und wir sehen uns dann in Leverkusen wieder.